Hallo Leute, ja, wir sind hier wieder in der Kolonie und da unten sind Stinktier und Nashorn, die kommen zu uns, ist ein Händler und wollen wir mal gucken nach dem Logo, was die so mitbringen, ne? So, da kommen sie. Ah, jetzt Nacht oder was? Jetzt wird erstmal geschlafen, auch gut, ne? Wo ist denn Page? Ah, da. Die hat erstmal noch Hunger. Will aber eigentlich schlafen, ne? Auch cool. Und was machen die? Pennen die nicht? Kommen die sogar zu uns rein? Ne, ne? Ne, die bleiben da. Kommen doch tatsächlich rein? Ne. Hunger steht da jetzt. Pesch hat Hunger, ja, die ist ja auch schon am Essen. Jetzt hat sie sich auch noch erbrochen, na ne? Super. Ja, das ist jetzt nicht so dolle, ne? Was hatten die? Ach, einem Lebensmittel vergenesend. Okay. Und die Ernährung ist auch noch da. Die wächst gerade. Ja, vielleicht bleibt ja doch noch was drin. So, man kann jetzt hier reinige Werkstatt etc. Okay, das wusste ich gar nicht, dass man das anklicken kann. Krass. Was macht sie denn jetzt? Holt sie wieder Essen? Sieht so aus. Und dann erbricht sie sich wieder, ne? Auch geil, oder? Macht sie jetzt? Ah, jetzt geht die Unterernährung auf jeden Fall runter. Und sie geht erstmal pennen. Ja, dann würde ich gerade mal sagen, solange die schlafen, können wir ja vielleicht ein bisschen länger, schneller machen. Bis der erste aufsteht, ne? Machen die denn jetzt hier Essen bei uns? Sieht wohl so aus, ne? Fühlt euch wie zu Hause, kein Problem. Wann kommt denn der erste hier in Touren bei uns? Wird doch schon hell. Return. Turn macht jetzt erstmal sauber. Aber wo ist der Händler? Da unten. Die verlassen die Kolonie. Hat gut geklappt, ne? Ich hätte gestern Abend das machen müssen, oder was? Vielleicht kriegt's Page noch hin. Ah, geht noch. So. Stinkt hier? Will diese Ware nicht kaufen. Okay. Bauteile. Ach so, das ist dem Händler sein Zeug, ne? Wir haben 10, der hat 63, okay. Der hat hier Pemmikan. Wenn ich das alles nehme, kostet mich das 88. Der würde dafür Bauteile nehmen. Kräutermedizin hat er auch. Eine, die nehmen wir dann mal rüber. Hose aus den Nagar normal. Ich würde er nehmen. Aber das weiß ich nicht. Aber Messer aus Plastahl, normal 95. Ich glaube, das ist über. Sind wir noch 66 minus. Dann können wir noch Bauteile hier rübersetzen. Ist dann die Frage, ne? Dann kriegen wir noch ein bisschen Gold dazu. Den Rest will er ja nicht. Ja, das Essen ist ja jetzt
Warte mal, Parma kann das sagen, wir mischen aus Zitronen, Dörrfleisch, Fett und pflanzlichen Zutaten. Geschmack eher neutral, aber genießbar. Ungekühlt, sehr lange haltbar. Perfekt für Reisen geeignet. Ich glaube, das nehmen wir mal, weil. Ja, Essen ist gerade so knapp, ne? Und kann das nicht in eine Kühlung dann? Verdirbt in 1,5 Jahren, okay. Die sind jetzt erstmal alle am Aufräumen und das ist jetzt vielleicht auch gar nicht verkehrt, damit es hier mal schicker aussieht. Also hier sieht es ja jetzt schon mal gut aus, glaube ich, ne? Bis auf diesen Fleck da und den da. Hier ist auch noch was. So, Essen ist noch höher priorisiert, okay. Hier ist doch noch Dreck, oder? Ne, ist wohl nicht mehr, weil. So, ich müsste jemanden rechtsklicken und dann. Einige Labor machen wir mal. Dann ist das doch fertig, oder? Hier ist, glaube ich, nicht dreckig. So, da. Rechtsklick geht da nicht. Ah, reinige Werkstatt. Bleibt mal drin, dann mach erstmal drinnen sauber. Veggie reinige Haftsaal. Und Rettrand reinigt bitte mal diesen Raum. So, da fehlt noch ein Stück Boden, auch interessant. Ja, jetzt wird das Reinigen hier. Ja, Blut kann mal weggemacht werden, das ist ja auch nicht so schön, ne? Wo geht er denn jetzt reinigen hier? Oder was macht er überhaupt? Der räumt hier auf, okay. So, Feli ist durch. Kann jetzt mal auf 4 sein. Naja, 4. Fisch ist da hinten am Reinigen. Das heißt, das muss auch nicht mehr sein. Und wo ist sie ist da, das heißt, das muss auch nicht mehr sein. Die kann auch wieder zurückkommen. Okay. Das für einer? Ein Truthahn, okay. Wie weit ist das Essen hier? Bereit zum Ernten, okay. Da wird Essen gekocht, das ist auch gut so. Drinnen ist jetzt endlich mal sauber. Die sollte sich eigentlich eher mehr erholen, ne? Ah, die füttert gerade den Hasen wohl. Dran hat Essen gemacht. Wo ist Feli? Da. Ah, der baut die, macht die Wände heile. Okay, das ist auch gut so. Dass wir endlich mal hier in unserer Basis einen Grundstock haben, der dann schick aussieht, ne? Weil dann würde ich nämlich gerade mal sagen, sind wir hier nämlich nicht mit so vielen negativen Werten hier. Sieht schmutzig aus und sowas bekannt, dann sind die auch viel besserer Stimmung. Ex-Geliebter. Okay, das ist erstmal egal, aber. Und der ist mit so schlecht unterwegs. Viermal verachtet und hat ihn beleidigt. Das ist aber komisch. Naja, der Rest ist jetzt hier so. Ex-Frau, okay, das sind Sachen, die können wir, glaube ich, nicht mehr ändern oder sowas.
Okay, die Wende hier ist schon mal wieder ein Stück weiter. Das ist schon mal gut. Die Hose hätten wir wohl verkaufen können, glaube ich, oder? Inventar. Normal 85%. Jetzt lass mal kurz durchgucken. Ja, wir müssen uns auch auf Kleider wohl spezialisieren auf Dauer. So, aber Forschung macht gerade keiner, ne? Wie sieht es denn da mit Arbeit aus und Forschen? Wo sehe ich denn jetzt hier? Feuerwehr, Patienten, das ist wichtig. Arzt ist auch wichtig. Bettruhe ist 2. Hilfsarbeiten sind 4. Wärter ist 3. Tierpflege ist 2. Kochen, Wärter und Tierpflege. Ja. Ja, lassen wir erstmal so. Waldarbeit ist 1, okay. Also Holz wird als erstes geholt. Schmieden, Schneidern, Kunst ist nicht wichtig. Handwerk 3. Läuft das unter Handwerk? Transport. Machen wir jetzt mal auf 2. Kann auch auf 3. Ach, hier ist Forschen. Retran macht das alles zuerst. Kocht. Ach so, das ist unsere Köchin auch gleichzeitig, ne? Bergbau. Ich glaube, wir müssen mal die Forschung hierhin machen. Ach, die kann das nicht. Dann bleibt das erstmal so. Und die kocht natürlich eher wie so. Na komm, dann lass uns das mal gleich mit. Aber das sieht von links nach rechts abgebaut. Das heißt, das ist ganz zum Schluss dran forschen. Und sie wird erstmal das alles wegkochen. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass wir das hier machen. Er macht gerade das, aber hier ist, glaube ich, noch der Raum zu reinigen. Dann lass uns erstmal den Raum reinigen. Das ist wichtiger. Was macht sie jetzt gerade? Mach mal hier den Raum bitte sauber. Hier ist kein Boden drin, deswegen sieht das so aus, ne? Dann lass uns mal die Böden da reinmachen. Also war schon offen. So ist er ausgewählt hier, ne? Macht noch keiner, weil wir das Material wahrscheinlich haben. Sandsteinblöcke fehlen uns dafür. Oh, warte, da sind Stahlreste. Die bauen wir erstmal hier ab. Das bauen wir trotz alledem ab. Wieso klappt das jetzt hier nicht? Stein abbauen. Ach, ist ja markiert. Ah, bin ich ein Held. Hier ist aber auch markiert, ne? Das ist alles hartes Material hier. Glasstahlreste, okay. Hier ist nochmal Stahlreste. Maschinenreste. Was ist das hier? Kalkstein. Okay, Kalkstein ist natürlich was anderes, ne? Wo hätten wir denn noch? Hier hätten wir noch Material. Granit, alles Granit. Wo können wir noch was abbauen? Ist dann schon sehr weit hier, ne? Kalkstein, was haben wir hier? Wand aus Schiefer, okay. Da ist Wasser.
aus Stahl. Okay. Wand aus Granit. Wo haben wir denn noch was zum Abbauen? Hier oben. Kalkstein. Granit. Ja, Sandstein weiß ich dann auch nicht, wie sie das herstellen, ne? Da muss man überlegen, die Wand aus Stahl natürlich ist jetzt dann die Frage, ne? Hier wird entspannt, das ist gut. Hier wird gegessen, das ist auch gut. Die Fliese aus Sandstein kann nicht gebaut werden. Was wir auf jeden Fall gerade noch vielleicht machen sollten, mal wieder Dingens abbauen. Holz. Granitbrocken haben wir natürlich ganz viele, ne? Steinmetztisch aus Holz. Aufgaben. Nochmal 10 Mal. Das gehen wir mal jetzt nach unten und dann gucken wir, ob da was passiert. Forschung ist aktiv. Ja, dann müssen wir gucken, wie wir da weiterkommen, ne? Jetzt wird erstmal geschlafen. Ist das auch schon fertig? Bereit zum Ernten, ja. Wie geht's denn, Pech? Ah, Lebensmittelvergiftung ist weg. Hier wird gegessen. Ist auch genug da, Nahrung, das ist schon mal gut. Hat sich aber noch eine zweite geholt, weil jetzt sind es nur noch 6 da, aber essen tut sie nicht. Aber da wird jetzt schon wieder gekocht dann. Red Run macht Essen. Ja, das mit dem Essen kochen müssen wir mal gerade gucken, wer das. Das kann auch wer anders machen, glaube ich, ne? Kochen. Oder? Ne, kann nicht jemand anders machen. Das sieht jetzt gerade nicht so dolle aus. Das heißt, wir müssen das hier händisch bearbeiten. Dann lass ich noch ein weiteres machen, bis das 6 sind und dann wird erstmal Forschung gerade priorisiert. Zehn Stück werden einmal weggenommen und da wird eine Nahrung rausgemacht, okay. Hier haben wir eine Batterie, ne? Ja. Wollte man hier schon eine zweite bauen? Na, ist erstmal nicht so wild. Hier sind es 23 Grad, da sind es 15. Da auch 15, naja, sind es gerade 16. Hier ist es relativ warm. Naja. Mal gucken, wie wir da weiterkommen, ne? Hier können wir noch Räume bauen dann. Der Gefangenenraum, der wäre besser da gewesen, ne? Das müssen wir vielleicht nochmal ändern. Ach so, war ja schon. Abreißen macht gerade keiner, ne? Was macht er denn jetzt hier überhaupt? Sieht hier aus? Gut. Das sieht alles gut aus. Stimmung ist richtig gut. Aber er macht gerade nichts, ne? Ach so, doch, er baut die Wände. Ah, alles klar, ne? Dann lassen die Wände machen. Ist jetzt auch nicht verkehrt. So, Essen 7. Das heißt, Red Run, du machst jetzt gerade mal was anderes. Ach so, wir müssen Arbeit hier einteilen für Red Run. Dann wird Kochen jetzt auf 3 gemacht gerade und danach machen wir ein bisschen wieder Forschung weiter. Und 3 Häschen, ne?
Ah, die lass mal schön da, das ist. Ja, lass das mal so. Das ist ein kleines Häschen. Vier. Die haben sich schon vermehrt wahrscheinlich, ne? Das ist ein Arbeitsplatz. Was können wir denn da machen? Stammeskleidung herstellen, Keule herstellen, Messer herstellen, Kurzbogen herstellen, Rauchblatt Joint herstellen. Was war das jetzt? Bauteil ist im Lager zerfallen, na, das ist schlecht. Stammeskleidung herstellen. Machen wir mal so rum und gucken mal, ob wir da was machen können oder nicht. Aber ich glaube, das wird nichts werden, weil Stoff fehlt, oder? So, Red One macht auf jeden Fall jetzt Forschung. Er macht noch Wendlingens und Beige macht Holz, auch gut. Holz ist hier drin damit, okay. Vielleicht sollten wir Lager mal umgestalten, ne? Quest aktiv. McCoys Hütte mit Vorräten. Psychoschocklanze. Wir sind da und das ist da. Das ist jetzt nicht so weit weg, ne? Karawane schicken. Wer geht denn? Okay, das kann ich noch aus. Wenn, dann schicke ich sie alle drei dahin, oder? Wofür steht das X? Ach so, da kann ich sie mit. Müsste den aber Essen irgendwie mitgeben, ne, oder? Komm, zack, entsenden. Ich kann nur zwei losschicken wahrscheinlich, ne? Nee. Dass mindestens eine Seite erreichbar ist. Ah, hier kann ich noch sagen, nimm das mal mit. Reisevorräte, die brauchen. Kann ich das denn auswählen? Zwei einfache Mahlzeiten bitte mit. Den Rest brauchst du nicht. Waren nimmst du bitte nichts mit. Personen und Tiere. Da habe ich jetzt die Page ausgewählt, die Jägerin. Die hat auch einen Revolver mit. Okay, akzeptieren. Geht das jetzt? Stelle mindestens sicher, dass eine Seite erreichbar ist. Gut, muss ich jetzt nachgucken, komme ich jetzt auch nicht mit klar. Ja, der Versuch ist gescheitert. Keine Ahnung, was da wieder los ist. So, er ist noch wunderbar hier am Bauen, er ist am Forschen und was macht sie?
Ihr füttert gerade Tiere, auch gut. Okay, ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.